Hallo Leute, mein Name ist Martin und herzlich willkommen zu meinem Rückblick zu WWEs Backlash. Gleich mal vorab, im Groben und Ganzen hat mir die Veranstaltung doch sehr gut gefallen. Es gab zwar hier und da ein paar Kleinigkeiten und eine extreme Großigkeit, aber dann gehen wir mal durch. Wir beginnen erstmal mit dem United States Championship Match Apollo Crews gegen Andrade. Eigentlich soweit doch ein relativ großes Match in der Form der Storyline, die wir hatten. Warum man das auch immer in die Kickoff-Show verschoben hat, macht für mich nicht so richtig Sinn. Aber die bringen auf jeden Fall immer Action, bringen immer Leistung. Kevin Owens war mit am Start am Kommentatorenpult. Auf der Seite von Andrade war natürlich Angel Garza. Natürlich gab es da wieder ein bisschen Clinch, das hat sich ja auch schon so ein bisschen angebahnt. Und letztendlich schafft aber Apollo Crews trotz der ganzen Sachen da drumherum die Titel zu verteidigen. Finde ich soweit gut, war ein feines Match, super alles. Dann gab es das Women's Tag Team Match und das war auch richtig gut. Wir hatten hier auch gerade wieder diese Konstellation, dass auch wirklich ein Triple Threat im Ring war und jeder nur mit seinem Tag Team Partner taggen konnte, weil es gibt ja auch die Triple Threat Tag Team Variante, wo alle durcheinander taggen können und nur zwei Leute drin sind. Das finde ich dann irgendwie ein bisschen komisch. Aber so macht das auf jeden Fall viel mehr Spaß zuzugucken. Da war ordentlich Power dabei, da war ordentlich Action dabei. Alle haben gut miteinander gearbeitet. Und gerade zum Schluss hin wurde es dann vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber irgendwie war es doch passend. Denn wir hatten den Twisted Bliss von Alexa. Die wird dann allerdings nur von Sasha Banks eingerollt. Also wir haben mal wieder, der Einroller ist der krasseste Finisher der Geschichte. So eine Situation. Und passt natürlich irgendwie zu diesen Heel-Charakteren von Sasha Banks und lässt die ganze Sache noch so ein bisschen offen, aber trotzdem ein Roller, keine Ahnung, warum man den so overbringt. Dann hatten wir Sheamus gegen Jeff Hardy, was aufgrund der persönlichen Fehde ein sehr schön hartes Match war. Genau sowas wollte ich eigentlich sehen, denn es macht halt Sinn, wenn die beiden sowas Persönliches am Laufen haben, dass die denn wirklich auch hart miteinander agieren. Das hat man hier sehr, sehr gut dargestellt. Natürlich hier auch die Situation, dass Sheamus da richtig dran rumruppt an einem Jeff Hardy, den komplett alle macht, er sich immer wieder zurückkämpft. Und letztendlich hat Sheamus das Match aber gewonnen. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend fand, denn Jeff Hardy, so dachte ich, ist man ja gerade dabei, wieder so nach und nach aufzubauen. Jetzt kommt aber Sheamus und macht den hier weg. Ist halt schon krass. Obwohl man ja auch sagen muss, dass Sheamus doch realistisch jemand wäre, der Braun Strowman auch von der Power her den Titel abnehmen könnte. Vielleicht ist das der Grund, dass man das irgendwie sich offen behält und deswegen hier den großen Sieg an Sheamus gibt. Oder keine Ahnung, was mit Jeff Hardy los ist. Ob man den vielleicht auch demnächst an All Elite verliert, könnte ja sein. Aber ja, das war auf jeden Fall überraschend, aber cool. Dann hatten wir das Raw Women's Title Match zwischen Asuka und Nia Jax. Und natürlich haben alle nur drauf gewartet, wie verletzt Nia Jax jetzt Asuka. Allerdings ist das nicht passiert, obwohl die eigentlich ganz gut miteinander gearbeitet haben. Also so schlecht war das eigentlich nicht. Aber hier auch klein bisschen unzufriedenstellendes Ende, denn wir haben einen Double Countout gehabt. Asuka hat damit zwar ihren Titel verteidigt, aber das wird halt einfach jetzt dazu führen, dass wir das Match nochmal bekommen. Und diese Fehde, muss ich sagen, ist jetzt nicht so wunderbar und so tiefgründig und toll, dass ich sage, yo, für weitere 4 Wochen will ich mir das auf jeden Fall noch geben. Dann hatten wir Miz & Morrison gegen Braun Strowman. Vorher gab es natürlich wieder ein neues Lied von Miz & Morrison. Auch völlig krank eigentlich, dass sie sagen, okay, wir produzieren wirklich einen richtigen Song mit Musikvideo, mit allem drum und dran. Und das jetzt nochmal gemacht haben, ist schon irgendwie witzig. Die Charaktere passen da auch irgendwie geil dazu. Aber anders als ich gedacht hätte, hat man hier in diesem Match die nicht komplett weggesquasht, sondern die beiden haben wirklich sehr gut zusammengearbeitet und konnten hier wirklich eine ganze Menge gegen Strowman reißen, sogar bis zum Skullcrushing Finale mit einem Springboard Dropkick in Kombination, sehr coole Idee auf jeden Fall, und damit hätte der Titel wechseln können. John Morrison legt sich drauf, der Referee zählt und The Miz in einer Kurzschlussreaktion zieht John Morrison vom Braun Strowman runter. Damit natürlich schon, es kriselt in diesem Team. Aber Miz kriegt auf jeden Fall mit, dass das nicht cool war gerade. Und entschuldigt sich und schiebt ihn sofort wieder drauf. Allerdings kann Braun Strowman dann auskicken.
und zum Schluss dann auch den Titel verteidigen. Da ist es halt einfach schwierig. Ne? Das ist halt in so einem Handicap-Titelmatch immer ein bisschen komisch, aber das hat man hier auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht und halt nicht komplett scheiße, was Miss Morrison angeht. Denn die sind ja nicht schlecht, aber wurden halt auch in den letzten Wochen teilweise nicht so gut dargestellt. Das ist halt immer das Problem, wenn du sehr viel Comedy machst, dann kann es halt mal schnell passieren in der WWE, dass du den halt abdriftest in halt auch schlechte Matches. Aber das war hier nicht so. Die haben ordentlich gut arbeiten können, haben auch Zeit bekommen und so. Das war gut. Und Braun Strowman verteidigt den Titel. Otis hat nicht eingecashed, was dann ja auch ein bisschen sinnlos war. Also ist alles gut. Dann kommen wir zu Bobby Lashley gegen Drew McIntyre um den WWE-Titel. Und hier muss ich langsam anfangen, ein bisschen zu meckern. Denn wir hatten das so, dass am Anfang erstmal Bobby Lashley rauskommt und sofort Drew McIntyre attackiert. Vor der Ansage, Ankündigung, vor irgendwas, attackiert er ihn sofort, nimmt ihn in den Full Nelson und choked ihn eigentlich komplett aus. Also der war nahezu weg. Und das ist halt dann schwierig, wenn du danach noch ein Match hast. Also wenn das Match danach noch angeläutet wird. Jetzt hast du aber dieses, ja, der Champion kämpft sich wieder hoch und er will das Match auf jeden Fall trotz seinem angeschlagenen Zustand durchziehen. Und ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Zumal es dann noch schwieriger wird, wenn der dann auch noch gewinnt. Denn Lana kam natürlich hier raus, Bobby Lashley hat sich ablenken lassen und so lief er danach direkt in den Claymore Kick und wurde dann durchgepinnt. Und damit habe ich auch ein kleines Problem, denn vorher gab es den Spear von Lashley, was ja eigentlich sein Finisher ist. Und aus diesem Spear ist Drew McIntyre natürlich ausgekickt, obwohl er vorher extrem harte Moves gefressen hat, obwohl er vorher schon ausgenockt war, quasi durch diesen Full Nelson. Und trotzdem kickt er aus dem Finisher von Bobby Lashley aus. Lashley auf der anderen Seite kickt aber nicht aus Drew McIntyres Finisher aus. Und da ist hier für meine Verhältnisse schon wieder ein bisschen zu unrealistischer Aufbau für Drew McIntyre. Ich finde den cool und ich finde auch den Claymore cool. Und das Overbringen dieses Moves finde ich auch in Ordnung. Aber das übersteigt dann immer so ein bisschen den Realismus, wenn ein Match später 2000 Finisher-Kickouts kommen, ist das halt immer ein bisschen schwierig. Drew McIntyre verteidigt dann also hier diesen Titel und ja, ich hätte auch Lashley hier den Titel auf jeden Fall gegönnt, gerade auch mit MVP als Manager, was eigentlich auch ganz geil passt, wäre das möglich gewesen, aber Lana ist halt wieder mal schuld. Dann wurde vor dem Pay-Per-View noch angekündigt, dass wir das Raw Tag Team Titel Match zwischen den Viking Raiders und den Street Profits sehen. Was wir aber gesehen haben, war nicht das Match, sondern es gab das schlechteste und dümmste Segment, was die WWE jemals gemacht hat. Und die haben schon viel Scheiße gemacht. Aber das Ding war wirklich von vorne bis hinten sowas von dämlich. Klar, ab und zu gab es ein paar kleine Lacher und sowas ist halt einfach, da bin ich halt nicht die Zielgruppe. Sowas ist ganz klassisch für Kinder, ja. Kinder gucken sich das an und lachen sich tot, ja. Okay, aber das auch als Match anzukündigen, ist dann halt schwierig. Zumal es ja auch noch so in diesem cineastischen Style war. Sie haben sich ja auch im Backstage-Bereich erstmal noch normal geprügelt und dann wurde es komplett abartig. Mit allen möglichen, mit Ninjas auf Motorrädern, wovon einer der Ninjas Akira Tozawa war, was auch irgendwie komplett ist. Zum Schluss diven sie alle in einen Mülltransporter-Gedöns und tun sich irgendwann zusammen und kämpfen dann gegen die Ninjas und einfach nein. Einfach nein. So ein Scheiß möchte ich nicht sehen. Es tut mir leid, aber genau wegen sowas wird die PG-Ära halt so hart kritisiert, weil die so einen Kack zwischendurch machen. Ein schönes Match der beiden wäre alles cool gewesen. Das sind großartige Teams. Die können ein geiles Match machen. Alles schön. Aber das will ich bitte nie wieder sehen. Zumal dieser cineastische Style auch wieder so dämlich war, wenn denn diese musikalische
Untermalung kommt, wie sie sich im Backstage-Bereich prügeln mit so ikonischer, epischer Musik, dann ist das einfach nur lächerlich. Ja, und dann hatten wir das beste Wrestling-Match ever. Randy Orton gegen Edge. Ich muss ja sagen, das hat man ja relativ gut gehypt. Ich war auch gehypt aufs Match und wollte mir das auch gerne angucken. Und hier auch vorab, das Ding war gut. Das war gut. Das hat mir wirklich gut gefallen. Zumal sie viel Zeit hatten und auch hier einige Moves, ikonische Moves der Wrestling-Geschichte kopiert haben, was schöne Anerkennungen, Andenken war zu diesen Wrestlern. Wir hatten die Tres Amigos von Eddie gesehen. Wir hatten ein Pedigree gesehen für Triple H. Wir hatten sehr viele echt coole Momente gehabt. Und das neben den Spears und RKOs, die es natürlich auch noch gab. Also, das ist schon an sich okay. Aber Riesenkritikpunkt war die ganze Aufmachung drumrum. Sie hatten nämlich hier Fake-Publikum vom Ton her eingespielt. Und das ist so scheiße unrealistisch. Also, ich sehe doch, dass das Publikum nicht da ist. Das ist doch aber auch in Ordnung. Es ist halt momentan eine schwierige Zeit. Aber wenn ihr mir This is Awesome Chance einspielt, dann fühle ich mich verarscht und finde es nur lächerlich, obwohl ja das, was da wirklich gerade passiert, eigentlich awesome war. Aber so, das war einfach nur scheiße. Sorry, vielleicht mag es da auch ein paar Leute geben, die das eigentlich für das Ganze drumherum, so für die Stimmung her okay finden. Aber es ist halt unrealistisch wie Sau. Da wird uns schon vorgeworfen, Wrestling ist fake. Und jetzt spielen wir auch noch Fake-Publikum in der Halle ab, was es noch schlimmer macht. Also ganz, ganz schlimm. Und natürlich, dass die Kamerawinkel, das Schneiden, also so viele Cuts in einem Move, kann man eigentlich nicht machen. Jeder Suplex hatte 7 verschiedene Kameraeinstellungen, die man natürlich auch alle mindestens einmal während des Suplex zeigen musste. Was halt auch sehr, sehr schwierig anzusehen war. Und richtig dumm, das Dümmste an diesem Abend, und das ist sogar noch dümmer als das Viking Raider Street Profits Ding. Und zwar gab es direkt bei dem Lockup der beiden Wrestler ein Kamerawinkel von unten. Von unten. Die beiden waren im Lockup und die Kamera war hier nach oben gefilmt. Willst du mich komplett verarschen? Schnitt und wir sehen die beiden im Lockup, wie sie stehen. Und kein Kameramann zwischen den beiden, zwischen ihren Beinen liegt. Aber genau das habt ihr mir gezeigt. Was soll denn der Scheiß? Oder wollt ihr mir verkaufen, dass sie GoPros auf den Füßen haben, die nach oben filmen? Oder dass die Ringmatte durchsichtig ist? Zumindest wenn man unter dem Ring liegt und man da... Was ist denn das für eine dumme Idee gewesen? Wer kam auf diese Scheiße und wer hat gesagt, yo, ist eine voll geile Idee, das machen wir. Das bringt doch diesen Fake-Charakter nur noch mehr rüber. Wenn ich mir jetzt überlege, die sind in den Lockup gegangen. Schnitt! Ein Kameramann ist reingeslidet, hat sich unten mit der Kamera unten auf den Boden gelegt, damit sie kurz das hier machen können. Schnitt! Dann ist der Kameramann wieder weg und sie haben weitergemacht. Zum Glück haben sie diese Kameraperspektive nur ein einziges Mal gemacht. Das war aber direkt am Anfang und ich habe gleich gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn für ein Müll? Also wie gesagt, obwohl es natürlich nicht das greatest Match ever war, war es trotzdem ein sehr gutes Match der beiden. Und das ist auch schön. Nur das Ganze drumherum hat mich leider ein bisschen rausgerissen. Dadurch ist das Ganze vielleicht noch ein bisschen schlechter geworden, als es war. Denn eigentlich war das ein richtig gutes Match. Zumal sich Edge in diesem Match hier auch noch verletzt hat und jetzt mehrere Monate ausfällt. Was halt auch eigentlich übelst krass ist, weil er ja erst zurückgekommen ist. Und Randy Orton danach mit einem schönen Puntkick, den er schon ewig nicht gezeigt hat, dieses Match gewinnt. Und ich weiß nicht, ob das so geplant war oder ob man
diesen Sieg von Randy Orton eingebracht hat, weil sich Edge verletzt hat. Denn dadurch, dass sie ja immer schneiden konnten und immer Pausen machen konnten, ist ja dann aufgefallen, okay, Edge hat sich verletzt, was machen wir jetzt? Wollen wir den Sieger nochmal ändern? Das könnte sein, ich weiß es nicht, ob es so ist. Ich weiß nicht, ob man dazu irgendwann Infos bekommt. Wenn, dann erfahrt ihr es natürlich in den News. Aber das hat für mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, könnte sein, dass man das gemacht hat. Oder man will die Fehde in noch ein weiteres Match tragen. Weiß ich nicht. Jetzt mit dieser Verletzung könnte man das machen. Randy Orton hat den krassesten Sieg überhaupt hier eingefahren. Könnte Jagd auf den WWE-Titel machen. Könnte sich den auch holen. Und könnte dann zum Beispiel bei Survivor Series oder sonst wann Edge halt wieder fit ist, dann um den WWE-Titel gegen Edge antreten. Dann könnte Edge auch kommen und sagen, ey, ich kann hier nicht weitermachen, wenn ich dich nicht besiegt habe. Und das gepaart mit einem Titelmatch, mit einem Titelwechsel dann vielleicht noch, das wäre natürlich echt krass. Vielleicht macht man das so, vielleicht auch nicht. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Soweit auf jeden Fall meine Meinung zu Backlash. Schreib mir gerne mal deine in die Kommentare und dann natürlich gerne Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren und Kanalmitglied werden. Dann bekommst du nicht nur für die Pay-Per-Views die Reviews, sondern auch für jede wöchentliche Show. Also Raw, SmackDown, 205 Live, NXT und was nicht alles, All Elite. Das gibt es dann nämlich exklusiv für meine Kanalmitglieder. Check das auf jeden Fall mal aus und dann danke ich dir für den Support. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht nicht mehr so dolle, haut rein und ciao!